Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine persönliche Prognose zum 34. und letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2023-2024. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ja, die letzten 9 Partien heute ab 15:30 und der Tag beginnt schon mal gut. Ja, ich wollte dieses schöne letzte Video, mein letztes Prognosevideo der Bundesliga mit in dem knackigen bzw. 2 knackigen Scheinen am Ende nochmal abrunden. Ja. Aber in der Tipico-Filiale, ne? In der Tipico-Filiale hat der, ich will jetzt keine Kraftausdrücke benutzen, ja. Das Foto ist, so siehst du doch nicht aus, ist doch nicht das Foto hier. Ich sehe das Foto. Und du kennst mich doch. Ja, ihr kennt mich doch. Ich bin bekannter als Streich. Ja, heute ist mein letztes Video. Anstatt zu sagen, okay, jetzt ja, hast die Karte von deinem Kollegen, aber komm, letzten Spieltag, unser Neuköllner Wettpate, ja, im Namen des Wettsports, komm. Hau einfach rein oder ich spiele den Schein oder ich schicke jemanden raus, sagst du, was gespielt werden muss und dann spielen wir das für dich, fürs Video. Ja, freuen die sich, dass die mir jetzt nicht erlaubt haben zu spielen, weil ich mit Karte vom Kollegen reingekommen bin. Ja, wetten sowieso, ja. Schlimmste, was es gibt, wenn man keine Ahnung hat, keine Nüsse hat, nicht mit 4-stelligen Einsätzen, die richtig zerlegt, ja. Vor Leuten wie mir und Menschen, die spielen wie ich, von diesen Menschen haben sie Angst. Ja? Alles andere, ja, wenn da die klicken, ja, die immer mit 2, 15, 15 Euro versuchen, ihr Leben zu retten, da sind, ja, da freuen die sich. Ne? Komm. So. Richtige, die Besitzer von Wettbuden, richtige Hyänen, wer so sein Geld macht, ja, ich wollte die immer ausnehmen, ja. Ich habe es ab und zu mal geschafft. Mein Ziel war es eigentlich, mit meiner Community die richtig auszunehmen, vor allem einzelne Buden auch richtig pleite zu machen. Richtig so, dass 300, 400 Leute einen Megaschein treffen in einer Bude und dann richtig 1 Million Auszahlung ist. Ja. Aber das, was die machen, die geiern so auf Menschen, wo 90% die Leute, die da drin rumhängen, ja, haben sowieso schon alles verloren, sind verloren, ja, haben keinen Plan, versuchen sich da zu retten, ja, ist deren Zuhause, ja, keine Familien mehr, kein gar nichts mehr. Und die, anstatt zu sagen, so komm, geht mal lieber nach Hause, so, weil sucht euch doch mal reiche Kunden, so, weißt du? Nee, Digga, da sitzen die, da lassen die auch alle rein. Da, boah. Schlimm. Ich werde jetzt eine Kampagne aufbauen, ja, gegen das Sportwetten, ja, lieber schön essen zu gehen. Lieber mit Frau rausgehen, lieber den Kindern was kaufen, lieber an alle, die wirklich keinen Plan davon haben, ja, lieber Pokémon-Karten kaufen und ziehen und da ist ein gewisser Gegenwert drin, vielleicht trifft man sogar seltene Exemplare, kann man auch in der Schublade liegen lassen, später für mehr verkaufen, gibt es mögliche Preissteigerungen, ja, aber das hier, ja, wenn man keine Ahnung hat, wenn man nicht das Fachwissen und nicht die Cojones hat, wie ein Neuköllner Wettpartner, wie ein Maverick Berlin, lasst die Finger davon, geht in so eine Filialen gar nicht erst rein, ja. Ich will jetzt nicht sagen nie wieder, ja, aber mir kommt es hoch, ja. Gut, das ist ja, guck mal, das zum Beispiel, schlechteste Quoten der Welt, die sie anbieten, und alle gehen da trotzdem hin, nur weil sie wahrscheinlich so Monopolmarktführer sind, ja, hört doch auf, ja, wirklich, kleinste Quoten, ja, geiern rum hier, wenn mal eine größere Auszahlung kommt, wie die immer geguckt haben, so. Oder wenn die mich mal erkannt haben, ja, anstatt nett zu sein. Ich weiß schon vom Blick, die kennen mich, weil mich kennt jeder. Ja? Was Sportwetten angeht, nee, so, weißt du, so immer dieses Auge. So. Deswegen sage ich mal so, Kicktipprunde, vergisst nicht, zum 34. Spieltag eure Tipps abzugeben. Die Top 3 sind momentan so aufgestellt, D4, NI7.
ist mit 3028 Punkten an dritter Stelle, Ralf mit 3053 an zweiter und Wayne ist mit 3238 erster. Das wird er wahrscheinlich nicht mehr hergeben. Er wird diese Bundesliga-Saison im Kick-Tipp-Spiel gewinnen. Er war auch der Tagessieger vom 33. Spieltag mit 162 Punkten. So, Freunde, jetzt kommen wir mal auf die neun Partien heute ab 15:30 zu sprechen. Ja, ist natürlich letzter Spieltag in der letzten Saison, beziehungsweise vorletzten Saison, habe ich, glaube ich, 5 Scheine getroffen, wo alle Partien über 2,5 waren. Ja, jetzt habe ich mal zusammengezählt, die Quoten für über 2,5 sind ziemlich, ziemlich gering. Lohnt sich nicht mal. Man muss hier den Riecher auf 3,5 bei gewissen Partien haben, damit es sich lohnt, auf einen Schein drauf zu ballern. Und deswegen würde ich mal sagen, viele Partien werden sicherlich auch beide treffen sein, ja, sind aber auch sehr, sehr geringe Quoten am letzten Spieltag. Gehen wir mal die Partien durch. Leverkusen-Augsburg. Ja, Leverkusen will eins natürlich jetzt erreichen. Ne? Stehen noch in 2 Finals. Jetzt ist letzter Spieltag, sind bis jetzt ohne Niederlage, 50 Spiele hintereinander ohne Niederlage, wollen natürlich die perfekte Saison hinzaubern. Heute ist Schritt 1 so gesehen. Gehen sie diese Partie gegen ein schon schwache Augsburger auswärts konzentriert ran und werden hier nochmal zu Hause zünden vor den Finals im DFB-Pokal und Europa League. Ja, werden Augsburg meiner Meinung nach besiegen. Ich traue Augsburg ein Tor zu mit einer 1,42er. Beide treffen 1,45er. Für mich ist es von einem 2-1 bis zu einem 4-1. Kommt drauf an. Ja, kommt darauf an, wie ernst Leverkusen es nimmt. Sieg der Leverkusener drin. Ich entscheide mich für die goldene Mitte und sage, Leverkusen besiegt Augsburg mit 3:1. BVB Darmstadt, ja, Reus wird verabschiedet. Darmstadt ist 3 Spiele ohne eigenes Tor und haben natürlich keine Chance. Ich habe hier 2 Resultate stehen. Das wird ein Kantersieg, 6-0, 7-1 in die Richtung. Wird nochmal richtig in Dortmund Champions League Finale gefeiert und nochmal ein schöner Reus-Abschied gefeiert. Und was ich hier sehr interessant finde, ist Reus trifft. Ne? Ich glaube, auch wenn es einen Elfmeter gibt, und das ist ja schon wahrscheinlich, dass Darmstadt da jemanden umhaut, die kassieren ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Gegentore. Reus trifft ist von gestern von 2,10 auf 1,90 heute gefallen. So gesehen sage ich, Reus trifft ist eine 1,90er Quote und im Spiel fallen über 4,5 Tore mit einer 1,97er Quote. Dann sind wir bei Frankfurt gegen Leipzig. Leipzig für Champions League qualifiziert, Frankfurt für Europa auch. So gesehen 2-2, wird hin und her gehen. 3,60er X, beide treffen 1,37er. Heidenheim, Köln, ja, die Kölner können sich noch retten. So gesehen sind sie da nochmal voll drin, werden nochmal richtig alles reinsetzen und Heidenheim ist am Feiern, haben als Zweitligist mit einem sehr kleinen Etat es geschafft, die Liga zu halten. So gesehen werden sie jetzt auch in Feierstimmung, in Feierlaune heute abgehen. Ja, nächste Saison wieder Bundesliga. Ja, so gesehen ist dieses Spiel auch mehr ein Freundschaftsspiel für sie, für Köln nicht. So gesehen sage ich, wird Köln hier konzentriert in Heidenheim ein tolles Spiel abliefern und nochmal so abliefern wie gegen Union und wiederkommen und mit einem Dreier, wenn Verabschiedung, dann aber mit einem Sieg am letzten Spieltag und werden die Heidenheimer auswärts mit 3:1 besiegen. 2,90er Auswärtssieg, über 1,5 Tore für Köln ist eine 1,93er Quote. Hoffenheim-Bayern, ja, bei Bayern, Sané, Musiala, Harry Kane, alle nicht dabei, spielt auch nur noch die B-Geige und zwar viele, die da auch eine Chance bekommen, in die Bundesliga reinzuschnuppern. Hoffenheim mit Bayer, meinem Lieblingsspieler, der zu EM mitkommen wird. Ja, Kramaric, Hoffenheim wird da nochmal richtig Bambule machen zu Hause. Meiner Meinung nach wird es ein Spiel, das hin und her gehen wird, viele Tore und am Ende sage ich, wird die Erfahrung im Heimspiel sich durchsetzen und die Hoffenheimer werden ein bisschen abgebrühter sein und 3:2 Bayern schlagen. Ist für mich 1x, Hoffenheim verliert nicht gegen Bayern, 1,83er, über 3,5 Tore im Spiel, 1,67er, beide treffen 1,25er, 3,20er auf Hoffenheim-Sieg, über 1,5 Tore für Hoffenheim, für mich safe mit einer 1,72er, selbst das über 2,5 Tore Hoffenheim mit einer 3,70er sehr lukrativ. Dann sind wir bei Union gegen Freiburg. Union braucht einen Sieg, aber Union ist seit 7 Spielen ohne Sieg und sind das schlechteste Team zum Abschluss der Saison der Bundesliga. Freiburg will Streich nochmal ehrenhaft verabschieden. So gesehen wird der Druck für Union zu groß sein und Union wird zu Hause gegen Freiburg verlieren. 1:2. 3,50er auf Freiburg Auswärtssieg.
ist meiner Meinung nach hier ziemlich lukrativ. Union wird es nicht schaffen, die Freiburger, die Streich verabschieden, zu besiegen. Stuttgart-Gladbach, ja, Stuttgart wird auch nochmal ein Feuerwerk abliefern, denn bei einem Hoffenheimer Sieg und einem Stuttgarter Heimsieg gegen Gladbach, das sehr, sehr schlecht auswärts zu Werke geht, ist Platz 2 sogar drin, ja, und die Vizemeisterschaft. Und das wird meiner Meinung nach heute gelingen mit einem knackigen, lockeren zum Abschluss 3:1 gegen Gladbach. Für mich 0-1 Handicap, 1,50er, über 2,5 Tore im Spiel, 1,50er, über 3,5 Tore, 2,25er. Stuttgart besiegt Gladbach 3:1. Bei Bremen-Bochum sehe ich es wirklich viel einfacher. Ja. Habe heute für den klarsten Sieg ein Bremer T-Shirt angezogen, denn ich sage, Bremen spielt in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr stabilen Fußball. Das werden sie nochmal zu Hause bestätigen wollen, ja, gegen die Bochumer, die immer noch ein bisschen unter Druck stehen. Es kann immer noch Richtung zweite Bundesliga gehen. Bremen wird hier das lockere Team zum Abschluss sein und die werden den Fans nochmal was bieten wollen und Bochum klar mit 4:1 besiegen. Ist eine 2,05er Quote auf Bremen, über 1,5 Tore Bremen, 1,67er, über 2,5 Tore Bremen, 3,50er Quote, sehr lukrativ. Und das letzte Spiel, Wölfe gegen Mainz, und eigentlich sind die Mainzer auch noch nicht ganz durch. Ja, so gesehen hab ich hier ein 2-2 und 3-3 stehen, ja, ein torreiches Unentschieden, tendiere aber auch zum 2-3 Mainz-Sieg. Ja, so gesehen ist das für mich eine ganz klare über 2,5 Tore Partie mit einer 1,70er Quote und ich bleibe beim 2:2 beziehungsweise vielleicht 3:3, sage aber 2:2x 3,50er Quote. So, meine lieben Sportskameraden, ja, ich bedanke mich, dass ihr die ganze Saison dran wart, hier regelmäßig eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich habe euch viel Spaß bereitet. Ja, dass ihr auch mit den Tipps im Laufe der Saison auch was geholt habt, ja, dass es euch geholfen hat, immer meine Fachmeinung mit meinem Fachwissen hier zu erfahren, ja, dass ich hier gratis immer preisgegeben habe. Und ich bedanke mich einfach für die Kommentare, für die vielen positiven Kommentare, für alle, die mir auf Instagram folgen, die immer in Kontakt mit mir waren, ja, die immer wieder zum Bundesliga-Prognosespieltag des Onkels hier eingeschaltet haben, ja, die immer positiv das als Ganzes gesehen haben. Es hat mir immer sehr, sehr viel Freude und Spaß bereitet. Und ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt das letzte Prognose-Bundesliga-Video meiner Wenigkeit ist, bleibe ich natürlich ein Kind der Bundesliga. Ne? Ich bleibe dieser Friedhelm Funkel in der Bayer-Uerdingen-Winterjacke. Und ja, es ist meine Liga, es ist die beste Liga, die es auf der Welt gibt. Ich bin mit dieser Liga aufgewachsen. Ich habe diese Liga jahrzehntelang verfolgt und werde es wahrscheinlich jetzt vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel natürlich auch weitermachen in der neuen Saison. Holstein Kiel, St. Pauli, tolle, tolle Mannschaften sind jetzt in die Liga aufgestiegen. Ja. Wie wird sich Bayer Leverkusen in der neuen Saison präsentieren? Welche Transfers wird es geben? Also die Bundesliga bleibt spannend. Natürlich ist jetzt meine Familie Priorität und ich sehe auch, ich verbringe viel, viel, viel mehr Zeit damit und viel lieber meine Zeit. Ich habe ja die Videos immer geliebt, aber ich verbringe jetzt viel, viel lieber und ja, eigentlich nur noch lieber die Zeit mit meinen Kindern und das bereitet mir Freude und ja, ich war mehr fokussiert, als ich alleine war und als die Kinder wieder auch noch klein waren. Jetzt ist mein Sohn ja schon viel aktiver und konnte mich da viel fokussierter dran setzen und habe jetzt gemerkt, das war nur noch so ein Nebenläufer. Ich habe das nur noch so nebenbei einfach mal in einer freien Minute gemacht und ja, es hat der Hunger am Ende auch schon gefehlt. Früher war es so Mittwoch, ja, war das Video eigentlich schon kompakt im Kasten. Ja. Die ganze Woche hat sich drum gedreht.
zwei Tage vor Bundesligaspieltag, dass es alle haben. Und ich habe es jetzt auch die letzten Wochen immer auf den letzten Drücker so hinbekommen. Ja? Also ja, ich habe es schon gemerkt. Ne? Das ist nicht mehr dieser hungrige Onkel. Natürlich setzt die Konzentration auch ein bisschen nach, wenn es zum Ende der Saison geht. Ne? Es sind natürlich auch intensive Spieltage dabei. Ne? Dazu noch Champions League, Europa League, DFB-Pokal, Conference League, alle Länderspiele. Ja? Und ich brauche auch mal jetzt Kopf frei vom Fußball, Freunde. Ja? Einfach mal jetzt Saison zu Ende. Jetzt werde ich natürlich noch die Finals für euch hier präsentieren auf Maverick TV, Conference League, Europa League, DFB-Pokal und Champions League Final. Und was die EM angeht, vielleicht auch nur in Kurzform, sich jeden Tag kurz mal melden hier, weil es ist nun mal ein großes Turnier. Ich habe die Turniere auch immer mitgemacht. Und nach dem Bundesligaspieltag ist ja noch ein bisschen, sind ja noch, glaube ich, 2-3 Wochen zu EM, wo man noch ein bisschen Luft schnappen kann und noch mal neue positive Energie sammeln kann. Und vielleicht wird es dann noch mal reichen für 30 Tage, einfach sich mal jeden Tag kurz melden zu den Geschehnissen und was bei dem Turnier so ablaufen wird, euch auf den Laufenden zu halten und auch noch mal mein Expertenwissen, ein bisschen preiszugeben, was ich glaube, wie die Spiele verlaufen werden. Werde ich mich aber auch mit den Teams, Mannschaften nochmal beschäftigen müssen, ja? Weil momentan bin ich auch nicht ganz dahinter, wer nominiert wurde und so weiter und so fort. Da muss man sich natürlich auch, damit es Sinn macht, zumindest eine Woche, 10 Tage vorher noch ein bisschen damit intensiv beschäftigen. Ne? So gesehen bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr die ganze Saison hier am Zuschauen wart, ja? Dass euch die Videos Spaß bereitet haben. Ich wollte jetzt nochmal zumindest 1-2 Wettscheine präsentieren. Ja? So gesehen fing das heute der Tag schon mal negativ an. Zum letzten Spieltag kann ich leider kein Scheinchen hier präsentieren. Ja? Wieder nochmal schön so als i-Tüpfelchen. Ja? Sollte ich jetzt noch jemanden finden, der für mich 1-2 Scheine zum Bundesliga-Abschluss abgeben wird, wird es die nochmal in meiner Story auf Instagram geben. So gesehen könnt ihr mir gerne nochmal auf Instagram folgen. Und ja, ich bedanke mich, Freunde, für die vielen Jahre, für das Zuschauen meiner Bundesliga-Prognose-Videos. Und ja, wir sehen uns jetzt in den Finals und mal gucken, ne? Im letzten Final-Video werde ich dann preisgeben, ob der Onkel dann nochmal zumindest in Kurzfassung jeden Tag die EM nochmal für euch hier auf Maverick TV absolviert. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Ja? Bleibt gesund. Mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV. Peace out da und ratatatata, die Glocken. Ja, wurden nicht mal hier geplant im Skript, ja, zum Abschluss läuten die Glocken, peace out und ratatatata macht die Geldzielmaschine, yeah.